Mr. Brown, Sie haben ausgesagt, dass Sie Musik hörten, als der Schuss gefallen ist. Das stimmt. Und Jay-Z ist doch Musik. Ja. Und singt er nicht diese Texte? Ich richte die Waffe auf dich, ich knall dich ab, ich zerstückel dich und schieb dich in eine Matratze wie Drogengeld. Ich hab Neil Sedakas Hanukkah-Album angehört. Und ist es nicht auch wahr, dass Sie denselben Nachnamen haben wie Chris Brown? Ja, aber ich weiß nicht, was Und was hat Chris Brown mit Rihanna gemacht? Sie geschlagen, ungefähr 100 Mal. Ich möchte neue Beweise vorlegen. Ein Foto von einer schlimm verprügelten Rihanna und diese gedruckte Anzeige für den Entourage-Film. Wieso? Das Bild werde ich nie mehr los. Für wen ist das? Was macht er da? Er lässt Cleveland Jr. wie ein Verbrecher aussehen. Ich weiß, das ist der Plan. Du willst doch nicht wieder in den Knast. Ich weiß nicht. Vielleicht? Mr. Brown, bitte nehmen Sie dieses Messer. Ah, er hat ein Messer! Das ist nicht fair! Die wollen meinen Sohn wie einen Ganoven hinstellen! Joe, du bist Polizist, unternimm was! Nein, der Seifenschaum bedeckt alles. Vielleicht sieht man die Spitze der Arschritze, aber darum geht es bei der Sache nicht. Wie kannst du nachts noch schlafen? Mit ganz viel Kissen im Rücken wegen meinem fetten Hals. Wenn ich mich flach hinlege, gehe ich drauf. Ich selbst brauche Kissen zwischen meinen Oberschenkeln und diese Freundschaft ist beendet. Danke, dass ich hinten sitzen durfte. Ich habe allen den Mittelfinger gezeigt. Verschwindet, und zwar alle. Mein Sohn hat nichts Unrechtes getan. Diese Verbrecher! Vater? Ich finde, jetzt geht es endgültig zu weit. Was hast du vor? Ich möchte etwas zurechtrücken. Hört mal her! Also, ich habe etwas zu sagen. Cleveland Jr. hat diese Anfeindungen nicht verdient. Die ganzen Sachen, die ihr über ihn gehört habt, waren gelogen. Er hat mir nichts angetan. Er ist ein guter Junge aus einer guten Familie. Ich habe Angst bekommen und habe was Dämliches gemacht. Ich schwör's, es hatte nichts mit seiner Hautfarbe zu tun, aber ich habe ihn angeschossen. Und ich hab's verdient, dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Auch wenn ich dafür ins Gefängnis muss. Ihr habt's gehört, andere Cops. Nehmen wir ihn fest. Er weiß unsere Namen nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Wartet mal! Peter hat nicht auf meinen Sohn geschossen. Ich weiß. Peter wollte nur die Schuld für mich auf sich nehmen. Er ist ein guter Freund. Mr. Brown, was genau wollen Sie damit sagen? Ich will sagen, dass ich, Cleveland Brown, ein schwarzer Mann, auf Cleveland Brown Jr., einen anderen schwarzen Mann, geschossen habe. Was? Wo sind die alle hin? Du willst, dass die Medien verschwinden? Dann erwähne ein Verbrechen unter Schwarzen. Mann, in was für einer Welt leben wir? Brian, greif Mac mal in die Tasche. Nur zu, Brian. Das will ich nicht. Cleveland, warum hast du das getan? Peter, nachdem es hier um Rassismus geht, lass uns einen langsamen Spaziergang mit auf dem Rücken verschränkten Armen machen. Ich weiß, dass du nie wegen seiner Rassenzugehörigkeit auf meinen Sohn geschossen hättest. Du hast auf ihn geschossen, weil du dämlich bist. Das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Und ich weiß, du trägst keinen Hass im Herzen. Du wärst für den Schuss auf meinen Sohn ins Gefängnis gegangen. Du hast Verantwortung übernommen. Und das ist das Wichtigste. Also, verzeihst du mir? Natürlich tue ich das. Ach, danke, Cleveland. Hey, wie fühlst du dich, Champ? Alles gut, von Tag zu Tag besser. Es freut mich, das zu hören. Junge, ich hoffe, du weißt, dass es mir leid tut. Hey, sowas kann passieren. Das ist mein Junge. Mr. Griffin? Ja? Nur damit Sie's wissen. Dafür werde ich Ihnen den Arsch aufreißen. Wie war das? Ich sag nur, Rache ist süß. Wissen Sie, wie sich die kühle Klinge eines Schnappmessers an Ihrer Schläfe anfühlt? Ach Quatsch, Mr. Griffin, ich mach nur Spaß. Oder doch nicht? Das werden Sie sich jetzt fragen, Sie fette Bitch. Schönen Tag noch!